Seit genau 30 Jahren wird der Deutsche Rock- und Pop-Preis vergeben. Im Unterschied zum Echo geht es dabei aber nicht um die Stars von heute, sondern um die möglichen Stars von morgen. Musiker und Bands, die noch nirgendwo unter Vertrag stehen, können sich hier bewerben. Und der Aldenhofener Heiko Mürkens hat es gemacht und sogar gewonnen. Bestes Metal-Album des Jahres urteilte die Jury über sein deutschsprachiges Rock-Musical. Janus Experiment lautet der Name seiner Band. Aber das ist eine Band, die es eigentlich noch gar nicht gibt. Es klingt bombastisch, das Rockmusical von Heiko Mürkens. 12 Musiker haben dieses Album für ihn eingespielt. Alle 12 haben allerdings noch nie zur gleichen Zeit zusammen Musik gemacht. Denn im Keller von Heiko Mürkens in Siersdorf ist dafür kein Platz. Das Janus-Experiment, eine Art Phantomband. Also wenn man Band damit definiert, dass Musiker auf die Bühne gehen und live spielen, ist Janus-Experiment keine Band. Es hat sich mittlerweile ein fester Kern gebildet, der auch jetzt für weitere Projekte zusammenarbeitet. Aber im Großen und Ganzen ist es noch ein Projekt. Das vor 5 Jahren begann. Hier im Keller. Nach und nach holte sich der gelernte Tontechniker andere Musiker dazu, um aus seinen Ideen richtige Songs und am Ende sogar ein Musical werden zu lassen. Dass es dafür einen Preis gab, hat sie alle überrascht. Mein eigentlicher Traum für Michelangelo war halt ursprünglich einfach nur eine CD am Ende in der Hand zu haben, wo man sagen kann, ey, die habe ich gemacht, ist gut geworden, bin ich stolz drauf. Was sich da jetzt daraus entwickelt hat, das habe ich vorher eigentlich ja, weder geplant noch ja, träumt, kann man schon fast sagen. Seinen Lebensunterhalt verdient der 36-Jährige aber nicht als Musiker, sondern als Automatisierer in einem Aachener Unternehmen, das Motoren entwickelt. Ein Vollzeitjob. Einzige Parallele zur Musik ist die Arbeit am Computer. Für seine Musikerkollegen ist Heiko Mürkens selbst so etwas wie ein Motor. Die hat extrem viele Ideen und ja, das sind Ideen, mit denen man was anfangen kann, Bausteine, mit denen ich selber halt auch was anfangen kann, wo mir dann auch selber was zu einfällt. Im Verbund entsteht nachher sehr viel, aber er hat wirklich so den roten Faden und die Vision. Und die Stärke von ihm ist dann wirklich auch diese Vision, diese ganzen Elemente, die jeder Einzelne mit reinbringt, die dann auch zusammenzufügen. Inzwischen arbeitet das Janus-Experiment an seinem zweiten Werk. Nach dem Musical über das Leben von Michelangelo soll es wieder um eine Person der Zeitgeschichte gehen. Diesmal um einen Serienmörder. Und wie schon bei Michelangelo bleibt die Sprache Deutsch. Wiedergesungen von Thorsten Bormann. Vielleicht wäre ein Traum, dass man das tatsächlich irgendwann mal auf der Bühne jetzt halt sehen kann, live und in Farbe sozusagen. Mit Orchester? Das wäre natürlich der Obertraum schon wieder. Also das wäre, ja, das würde mir auch gut gefallen, glaube ich. Spätestens dann wäre das Janus-Experiment endlich eine richtige Band.